Willkommen zurück zu Let's Play Witcher 2. Im letzten Part habe ich versucht, ein Boot zu finden. Zugegeben, ich habe es nicht sehr lange versucht. Geschafft habe ich es trotzdem nicht. Ich meine, an sich gibt es ja zwei Möglichkeiten, wo es ein... Micha, was du? Spielst du Soldaten und Eichhörnchen mit mir? Ach, das ist ein Kind. An sich gibt es ja zwei Möglichkeiten. Hier in Bindegan oder drüben am Hafen von Flotsam. Streng genommen ist der Hafen von Flotsam das Wahrscheinlichere. Aber ich war halt gerade in Bindegan. Anyway. Gehen wir zum Hafen von Flotsam. Hier hat immer noch keiner weggeräumt, wie ich sehe. Die müssen doch langsam mal anfangen zu schimmeln. Schrägstrich faulen. Je nachdem, wie feucht sie ist. Wir sind direkt am Hafen, also es ist wahrscheinlich eher hohe Luftfeuchtigkeit. Also eher schimmeln wahrscheinlich als faulen. Hast du eigentlich Rotkäppchen gegessen? Ha, ha, ha. Ich? Geld oder Leben? Hexer, benimm dich. Er sagt, ich hab hier... So, fragen wir mal hier rum. Verfluchte Scheiße. Was guckst denn so? Ist wahrscheinlich eher Söldner als Schiffer. Wie sieht's denn hier aus? Lump, du. Tag auch. Jetzt einen Kuchen. Überhaupt, haben wir nicht selber ein Schiff? Wieso nehmen wir das nicht einfach? Sei gegrüßt. Jetzt einen Kuchen. Okay, hier komme ich nicht durch. Wir sind doch mit dem Schiff hierher gekommen. Warum nehmen wir das nicht einfach? Das ist zu groß. Aber die sind ja nicht kleiner. Also die hier sind. Vielleicht ist es noch ein kleineres. Ist auch nur ein Wachmann, ne? Tag auch. Ja. Okay, da vorne sind noch mehr Wachmänner. Bist du gerade frei? Nee, du. Ich hab einen Geisterkunden. What? Sei gegrüßt. Wächter. Gut, ansonsten, dass ich hier zwar das Schiff hab. Okay, da ist so ein kleines Boot. Aber ich eigentlich in die Schenke muss und damit jeder mit dem reden. Kann auch sein. Was ist denn da so blau? Schon mal den Kairan gesehen, das Flussmonster? Oh ja, aber ich will nicht darüber reden. Der Schild. Red schon. Es ist groß wie eine Scheune, mit Schleim überzogen, hat riesige Tentakel. Damit holt es Menschen und Tiere von den Booten. Aber dabei schnell wie hungriger Vampir. Ich sehe nicht, wo uns das A weitergebracht haben soll und B ein Axi wert gewesen ist. Mehr weiß ich nicht. Oder warum der einen blauen Punkt auf der Karte ist. Du Nichtsnutz. Aber hier ist auch sonst nichts, was der blaue Punkt sein könnte. Das muss der Typ sein. Oder hier drin im Haus im Eck vielleicht. Das wird noch sein. Nee, das war der Typ. Wieso war der blau? Und ist es immer noch vor allem. Fragen wir mal hier auf dem Schiff. Vielleicht sagt hier einer was. Und wenn nicht, dann gehen wir halt den Kairan jetzt einfach bekämpfen. Wohin so eilig, Freundchen? Wohin so eilig, Freundchen? Oh, mein Land, schon reicht's mir wieder. Sei gegrüßt. Ich lach mich tot. Okay, nichts. Schön, dann lassen wir's halt. Machen wir mit dem Kairan weiter. Na, warte. Das war die falsche Kairan-Quest. Das hier. Hol dir eine Probe Kairan-Gift aus seinem Lager. Das ist ja sehr präzise. Sein Lager. Bist du gerade frei? Gut, zugegeben, wenn ich noch wüsste, worum es in dem Dialog gegangen wäre, könnte ich mich vielleicht noch mal von dir reden. Aber egal. Okay, wir müssen aber durch die Stadt durch. Dann hier rum. Zurück nach Bindegan, wo wir gerade hergekommen sind. Also so gesehen einfach nur 5 Minuten Zeit verschwendet. Passiert. So, hier lang. Sein Lager.
Achso, meint der mit Lager das Nest von dem Kairan oder da, wo der Kairan schläft. Das mit Lager meinen. Also mit seinem bezieht sich auf den Kairan. Das könnte sein. Okay, ich muss den Weg seitlich hochnehmen. Nicht einfach nur stumpf dem Marker folgen. Wir sind hier nicht in Skyrim. Ich kann mich keinen Berg hochäumeln. Aber das ist ja so der Klassiker. Das war tatsächlich mal so, als ich noch World of Warcraft gespielt habe und... Also, als ich mal angezockt habe, weil ich mal gucken wollte, wie es ist. Und ein Kumpel von mir Wegbeschreibung geben wollte. Hat er gesagt, wenn du dann hinten aus dem Dorf raus bist, einfach noch den Berg hochgeskyrimt, dann bist du schon noch da. Dann schon da. Und dann habe ich gemeint, ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass du gerade tatsächlich hochgeskyrimt gesagt hast oder dass ich weiß, was du damit meinst. Ja, hochgeskyrimt. Jeden World of Warcraft sogar noch besser, du kommst fast jeden Berg hoch. Oder in Gothic 3. In Gothic 3 kommst du auch überall hoch. Weil du immer springen kannst, egal vom Winkel, vom Hang her. Du hast nur diesen komischen Rutscher. Aber wenn es nicht zu steil ist, und du kannst immer irgendwo eine Stelle finden, wo es nicht zu steil ist, kannst du dich mit diesen Rutschern so hoch bäumeln nach und nach. Warte, das ist auch nicht richtig. Warte, ist das richtig? Aber hier war ich doch. Okay, hier wäre nicht nur die Karte von dem Captain gewesen. Die eigentliche Quest habe ich überhaupt nicht erledigt. Wow. Einfach nur wow. Das war ja richtig verkackt. Erklärt, warum wir Triss nicht mehr gesehen haben seither. Gut, okay. Soviel zu dem Thema. So, und... Ach, da. Da ist das Lager vom Kairan. Augenblick mal. Was hast du vor? Einfacher diagnostischer Zauber. Sollte uns ein paar Fragen beantworten. Er ist krank, Geralt. Ein sterbendes Ungeheuer. Wie lange lebt er noch? Ein paar Jahre. Vielleicht ein Dutzend. Zu viel. Was hat er? Jede Information kann nützlich sein. Der diagnostische Zauber zeigt, dass ein Teil seiner Zellen mutiert ist. Ja, genau. Wieso heißt das, dass er stirbt? Ich bin auch ein Mutant. Die Zellen aus der Absonderung, die ich untersucht habe, wirken wie Krebszellen. In gewisser Hinsicht sind sie leistungsfähiger als der Rest, geraten aber außer Kontrolle. Ein rotes Gewebe entsteht. Sieht sehr unangenehm aus. Armes Vieh. Aber du hast ein interessantes Thema angeschnitten. Willst du wissen, was an Mutanten wirklich anders ist? Schieß los. Na klar. Solche Veränderungen wie in deinem Organismus vollziehen sich normalerweise über Tausende von Jahren. Genetische Abweichungen, also Mutationen, bewirken, dass der Organismus leistungsfähiger wird. Vollziehen sich die Mutationen im Verlaufe vieler Jahrhunderte und über zahlreiche Generationen hinweg, reden wir stolz von natürlicher Auslese und Evolution. Geschehen sie in kurzer Zeit in einem einzelnen Organismus, bezeichnen wir diesen Organismus als Mutanten. Das hast du schön gesagt. Was weißt du noch? Er ist ziemlich giftig. Kennst du ein Antidotum? Dein Hexerstoffwechsel müsste die Toxine neutralisieren, sofern die Dosis nicht allzu groß ist. Aber verlass dich nicht allein auf deine Mutation. Das Elixier aus Schattenbeinwurz erleichtert die Sache. Das Kraut kenne ich, weiß aber nicht, wo es wächst. Ob ich den Kairan ohne Schutz durch das Elixier töten kann? Wie du meinst, ich habe dich gewarnt. Sheila brennt vor Ungeduld, aber geh nicht zu ihr, sondern frag die Einheimischen nach dem Heilkraut. Diesen Cedric zum Beispiel. Hier! Das ist das Rezept für das Elixier. Jetzt wende ich mich wieder meinen Problemen zu. Kommst du klar? Mhm. Auf Wiedersehen. So, darf ich dieses Mal mit? Nein. Warum auch? Muss ich wieder zurücklatschen?
Gut, bin selber schuld, dass ich direkt zurückgerannt bin, anstatt auf den Questmarker zu schauen. Aber naja. Okay, also wir müssen mit Cedric sprechen und ein Gegengift finden. Wer wohl im Witcher-Universum die Evolutionstheorie aufgestellt hat? Ich meine, kann sein, dass es trotzdem einen Typen gab, der Darwin hieß. Ich meine, so selten war der Name jetzt auch nicht. Kann Darwin nicht auch ein Vorname sein? Gibt's immer mal wieder, dass ein Vorname zum Nachnamen wird. Ich glaube, Darwin kann ein Vorname sein. Ich glaube, ich habe mal einen Manga gelesen, wo der Protagonist Darwin hieß. Aber das muss ja nichts heißen. Die geben sich auch manchmal Vornamen, die nicht wirklich Vornamen sein können. Ich glaube, ich habe mal einen Manga gelesen, wo der Protagonist so hieß. Das war so ein Isekai-Manga. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Oder worum es da ging. Ich habe so dermaßen viele Isekai-Mangas gelesen und Light Novels. Da kann ich mir nicht die Namen von den Protagonisten merken. Vor allem nicht, wenn es unorthodoxe Namen sind. Nur von einer Handvoll kann ich die mir noch merken. Hallo? Gegner? Ach, da hinten. Hier war ja langsam wie sonst was. Oh, zwei. Oh, die lebt noch. War's das? Scheint's gewesen zu sein, okay. Nein, das war's nicht, okay. Okay, war's das jetzt? Danke. So, bin ich wohl auf dem richtigen Weg. Süden sollte. Vielleicht die Jagas hat's hier. Da hebe ich jetzt nicht alles auf. Was sagt denn die Karte? Karte sagt, ich bin zu weit. Okay. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt eher links halten, um nach Bindegarn zu kommen. Hier sind die Endriaga-Kokons gewesen. Balissa. Und Haarschleierlinge. Und da ist die Stadt. Das heißt, Bindegarn müsste direkt davor sein. So, hier so hoch. Baumwurzeln. Na komm, heb auf. Steck das Schwert mal weg, okay? So, hier rum. Bindegarn. Danke. Wo ist der bekiffte Elf? Da oben. Oh. Hänger erinnert mich. Mal kurz speichern. Wobei wir lange keinen Absturz mehr hatten, muss man sagen. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Und weil ich es jetzt gesagt habe, wird es das Spiel noch in diesem Part abstürzen. Ich glaube, seit ich den Weightless-Mod reingepatcht habe, hatten wir keine Abstürze mehr. Pass auf dich auf! Ich glaube, Cedric ist nicht hier oben. Okay, dann ist er irgendwo unten. Okay, wo könnte der Dude sein? Halt, Holz. Cedric oder Cedric heute oder whatever. Ich euch von der Gründung. Entschuldigung. Vor langer Zeit erreichten unsere Väter diese Küste. Der König gab ihnen Land. Dafür mussten sie den Wald roden. Damals wie heute war der Wald ein dunkler, schrecklicher Ort. Doch unsere Väter wollten unbedingt hier siedeln. Nachts schliefen sie auf den Booten. An Deck waren der Greis und die Werwölfe zu hören. Tagsüber rodeten sie den Urwald mit Feuer und Axt. Die Bäume erwiesen sich jedoch als zu groß und zu hart für den Stahl Edirns.
Und auf das Feuer antwortete der Urwald mit immer neuen Grässlichkeiten, die er auf die Menschen losließ. Unter den Siedlern war auch eine weise Priesterin. Eines Tages tat die kluge Frau kund, dass diese Erde nicht für den Menschen bestimmt ist und sich ihm auch nicht beugen wird. Sie führte die Menschen tief in den Wald und zeigte ihnen den Altar des alten Gottes Veopates. Da verstanden sie, dass dieses Land ihnen nie gehören würde und sie allenfalls am Rand siedeln konnten. Unsere Vorväter hatten Veopates gehuldigt und geopfert, damit er sie vor dem Urwald schützte und ihnen einen fischreichen Fluss schenkte. Mit Pfählen steckten sie im Wald die Grenze des Gebiets der Menschen ab. So ist es bis heute. Und so wird es auch bleiben. Cool, Geschichtsstunde. Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen. Das ist ein schönes Detail, sowas. Dass sich der Dorfälteste alle versammelt und denen die Geschichte von dem Ort erzählt. Oh, ich hab's im Kreuz. Okay, welche Hütte gehört Cedric? Das nicht. Ich könnte meditieren bis morgen, dann müsste er nicht wieder auf der Brücke stehen. Hier vielleicht? Die ist ziemlich abgelegen. Wenn nicht allzu abwegig, dass der Elf in der abgelegensten Hütte hockt. Mein Medaillon vibriert in deiner Nähe. Das tut es nur bei Gefahr und wenn Magie im Spiel ist. Vielleicht warnt es dich vor der Backpfeife, die du kriegst, wenn du mich anmachst. Tja, es geht mich wohl nichts an. Hör zu. Auch wenn die Leute reden, ich wäre eine Hexe, habe ich mit Magie nichts am Hut. Du siehst nicht aus wie jemand, der einen Zauber oder Fluch braucht. Dich treibt entweder die Abenteuerlust hierher, oder du bist ein Hexenjäger. In beiden Fällen... Ich habe weder vor, dich zu verraten, noch habe ich den Wunsch, dich nackt vor Veopates Altar tanzen zu sehen. Frechheit! Ich möchte Kräuter kaufen. Kräuter? Für den Eigenbedarf. Okay, nicht was ich erhofft habe, aber auch okay. Mal gucken, ob die hat, was wir brauchen. Das ist nur Öl. 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 Wolf. Die Treffsicherheit von Spezialattacken. Kritischen Effekte verursachen, keine Nebeneffekte. 77, das nehmen wir mal mit. Aber nur Öl als Handwerkszutat. Das ist auch mal nicht schlecht, das kann man auch brauchen. Schöllkraut, Weberer, Wolfsaloe, Wolfsband, Zaunrübe. Okay, das, was wir brauchen, hat sie nicht. Schade. Wir können würfeln gegen die. Okay. So, nicht zu fest dieses Mal. Wow, 2 rausgeschmissen. Ich kann mit keinem der Symbole irgendwas anfangen, übrigens. Ich mache einfach mal Sachen. Okay. Ich nehme mal das Leder mit als Ausgleich. Ich sollte mir die Regeln von dem Würfelpoker mal nochmal angucken. Ich glaube, die Anzahl der Ecken der Form drauf zeigt an, welche Zahl das ist. Okay, also das mit der abgelegenen Hütte war, der Gedanke war richtig, nur war ja nicht der Elf, sondern die Hexe. Also die Potenzial zur Hexe hätte. Oder vielleicht eine ist, das wissen wir nicht. Hexer verstehen sich wie niemand sonst. Okay, wir meditieren. Aufgeben. Dieser Tapfere war da keine Ausnahme. Er schloss sich für den Rest der Nacht in den Sarkophag der Striege ein, bis der dritte Hahnenschrei den bösen Bann brach und Adda wieder menschlich wurde. Ach. Doch der Fluch war nicht sofort spurlos verschwunden. Fast wäre der Hexer gestorben, als ihn die Striege in Mädchengestalt angriff. Die Diener des Königs fanden ihn blutend neben der entzauberten, verwirrten Prinzessin. Und Foltest gewann seine Tochter zurück. Solches geschieht tatsächlich unter Sonne und Mond.
Ja, da kann ich dir ein Liedchen von erzählen. Ich habe den Troll verschont. So ist es gut. Und andere Aufträge? Gut bezahlte? Wie wär's mit dem Greis? Loredo hat viel für die Zauberin locker gemacht. Scheint also Mittel im Budget zu haben. Was? Eine Zauberin? Doch nicht etwa Triss Merigold. Sheila de Tankerville. Imposant, aber arm wie eine Kirchenmaus, so wie ihr. Zauberkräfte und Reichtum scheinen sich auszuschließen. Es geht das Gerücht, dass sie sich bereit erklärt hat, den Greis zu töten. Also beeilt euch lieber. Den Greis? Und andere Aufträge? Wie wär's mit dem... Meinst du den Kairan? Nenn ihn, wie du willst. Das Flussmonster eben. Ach so. Er plagte schon unsere Vorväter. Aber jetzt ist er einfach nur unerträglich. Zerreißt Netze, vergiftet Fische. Selbst Loredo sagt, dass es jetzt, wo die lokale Wirtschaft Schaden nimmt, keinen anderen Ausweg gibt, als eine Zauberin anzuheuern. Okay. Heute erzähle ich euch... Das ist nichts Neues, das heißt jetzt... Vor langer Zeit erreichten unsere Väter... Okay, die Geschichte hatten wir schon. Hallo? Danke. So, abwarten. Bis, ja, machen wir mal Mittag. Nachts schliefen sie auf dem Boden. Mal gucken, ob wir jetzt Cedric oben auf der Balustrade haben. Die Werwölfe zu hören. Okay, von hier aus sehen wir nicht, weil ich die Kamera nicht hoch genug drehen kann. Das ist er nicht. Das ist der Dürre. Da schlägt einem das Herz bis zum Hals. Da hinten ist... Das ist auch nicht Cedric, der hat zu viele Muskeln. Wo ist Cedric? Eines Tages tat die kluge Frau kund, dass diese Erde nicht für den Menschen bestimmt ist. Wieso läuft ihm seine Soundfeile noch? Das ist wahrscheinlich eine einzige Falle, weil ich damit angefangen habe. Sei gegrüßt. Als ich, und weil die angefangen hatte, als ich meditiert habe, läuft dies noch komplett durch. Also super. Warte. Oder? Weil wenn ich hier das hier mache? Aha! Derby. Ich hab Schattenbeinwurz. Okay. Nevermind in dem Fall. So, nein, nein, nein. Manguska, das war's doch, oder? War's das? Ja, doch, genau, das war's. Machen wir 5. So viel brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber hey. So, das heißt, wir können jetzt... Achso, einfach nur trink das Elixier vor dem Kampf gegen den Kairan. Na gut, dann so und so. Gut, dann ab zu Sheila. Hier ist ja oben im Puff drin. Okay, Cedric hätten wir zwar nicht finden müssen, weil ich die falsche Quest ausgewählt hatte. Hätte ich andere Quest ausgewählt, hätte ich gleich gesehen. Aber auf die Art hatten wir die Geschichts-, die Märchenstunde von dem Vogt. Das war auch interessant. Schönes Detail, sowas. Ach da. Was gibt es für Fortschritte? Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Bereit? Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Okay, das heißt, wir gehen hier jetzt runter. Sippeln unsere Tränke. Also, wir gehen noch kurz hier runter. Die halten ja 10 Minuten, die Tränke.
Das finde ich auch so eine coole Mechanik an Witcher, dass du die Tränke vorher einnehmen musst, so quasi als Vorbereitung. Gut, im ersten Jahr gab es noch dieses Absud von Rafat, was damals noch was anderes gemacht hat. Das war zu weit. Interessante Optik. Danke bitte, dass ich noch meditieren kann. Nein. Au. Interessante Hitbox. Erden! Fang ihn mit dem Erden! Ah, okay. Und tot, okay. Es war jetzt unpraktisch, dass ich den Trank nicht mehr einnehmen konnte. Und das Dümmste ist auch noch, da war ein Autosave direkt davor. Ja. Okay. Versuchen wir das noch einmal. Ich muss auf das Irden hauen wahrscheinlich. Wie dodge ich dem? Ja, ist angekommen. Komm doch und fang ihn selber mit dem Irden. Okay. Laden wir im nächsten Part nochmal einen älteren Spielstand und dann sehen wir uns dann. Bis dahin, ciao.